Ich werde heute zur Arbeit von Amnesty International reden, habe aber in gewisser Weise hier zwei Hüte auf. Zum einen spreche ich für Amnesty International in Deutschland, also für die ehrenamtlichen, engagierten Menschen bei uns in der Region, in Heidelberg, in Mannheim, in Weinheim, Dossenheim, Ladenburg, Schriesheim und so weiter. Zum anderen mache ich aber auch beruflich Menschenrechte in diesem Sinne, wo ich eben wissenschaftlich Menschenrechten arbeite. Also in gewisser Weise hier zwei Hüte, das sehen Sie auf der PowerPoint. Zum einen eben Amnesty International, das auch in diesen Wochen seinen 60. Geburtstag feiert. Das Motto hier ist Fighting Bad Guys Since 1961. Es freut uns natürlich ganz toll, dass wir hier auch, ja, auch einmal ein anderes Publikum kennenlernen können. Viele von Ihnen werden Amnesty International in der einen oder anderen Weise ja schon begegnet haben, beispielsweise hier in der Fußgängerzone, wo ja oft Amnesty International Stände macht, Petitionen oder Unterschriftenlisten sammelt oder auch die sogenannten Dialoger, die vor allem Fundraising für Amnesty International machen. Jetzt haben wir natürlich 60 Jahre alt, das ist also ein ganz schönes Alter für eine Organisation, das ist so doppelt so alt, wie ich eigentlich bin. Und wir haben uns heute vier Leitmotive für diesen 60. Geburtstag überlegt. Die sehen Sie hier auf den Folien auch. Sie sehen auch verschiedene Bilder, wie sich das, auf was sich das bezieht. Zum einen die Idee, dass Amnesty International eben leidenschaftlich für die Menschenrechte kämpft. Also an der Seite von Menschenrechtsverteidigern hier in Deutschland, in Europa und überall auf der Welt leidenschaftlich sich für die Menschenrechte einsetzt. Zum anderen aber auch, und das sehen Sie auf dem zweiten Bild, die Sache Hoffnung. Gerade die Arbeit mit Geflüchteten ist schon lange irgendwie ein elementares Thema für Amnesty International. Und auch hier setzen wir uns gerade hier vor Ort in Europa dafür ein, dass Geflüchtete Schutz und Sicherheit bekommen. Ein weiteres Motto ist das Thema Aufstehen für die Gleichberechtigung, also die Gleichberechtigung von Frauen war natürlich ein großes Thema, aber heutzutage natürlich auch die Gleichberechtigung von Menschen, die im LGBTQI+-Spektrum sind. Und das vierte Motto ist, Träumen ist menschlich. Also das ist ein bisschen so diese utopische, auch oft, man kann auch sagen, fast naive Vorstellungen, dass wir irgendwann vielleicht mal in einer Welt leben, wo die Menschenrechte in ihrer vollen Breite umgesetzt werden. Träumen ist menschlich. Das ist so ein bisschen den Einblick, den ich Ihnen heute auch geben möchte. Ich möchte auch so ein bisschen darüber reden, was Menschenrechte überhaupt sind. Wir sind ja hier eigentlich ein fachfremdes Publikum, also kein politikwissenschaftliches oder rechtliches. Und dann ein bisschen auf die 60 Jahre von Amnesty hineingehen und Sie dann praktisch in das Heute holen, was wir heute im Rhein-Neckar-Kreis und in Deutschland eigentlich so machen. Okay. Wer wir sind. Das ist natürlich die Frage, die man so als erstes hat. Viele Leute haben von Amnesty gehört, haben vielleicht mal eine Werbung gesehen oder sowas. Aber was macht uns eigentlich aus? So, was sind eigentlich unsere Charakteristika? Und das sind vor allem drei. Zum einen ist Amnesty International eine internationale Mitgliederorganisation, die unabhängig von Regierungen, politischen Parteien, Ideologien, Wirtschaftsinteressen und Religionen ist, und zwar für die Durchsetzung aller Menschenrechte in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Was das ist, werde ich später noch sagen. Aber wichtig ist, wie gesagt, wir sind eine hauptsächlich, also über 90% der Leute, die sich für Amnesty engagieren, sind ehrenamtlich. Also die haben wie ich einen bezahlten Job und machen das praktisch in ihrer Freizeit. Noch dazu sind wir eben auch unabhängig von allen wirtschaftlichen, politischen, sozialen, religiösen Interessen. Was macht Amnesty? Amnesty International dokumentiert Menschenrechtsverletzungen und bringt sie an die Öffentlichkeit. Also wir haben in gewisser Weise eine Mittlerfunktion zwischen sowas wie Opfern von Menschenrechtsverletzungen, Menschenrechtsanwälten, wie dem normalen, dem breiten, der allgemeinen Bevölkerung. Die meisten Leute, die sich bei Amnesty engagieren, sind auch gar keine Juristen oder Politikwissenschaftler oder Akademiker. Also ich bin da eigentlich die Ausnahme. Die meisten Leute, die bei Amnesty sind, sind aus der ganz normalen Allgemeinbevölkerung. Natürlich hier in Heidelberg sind das viele Akademiker und viele Studierende, aber durcheinander sind das auch Leute, die sind Maler und Lackierer oder Lehrer oder Verkäufer. Und das ist auch so unsere Stärke, diese Diversität in der Mitgliedschaft. Genauso setzen wir uns eben auch für konkrete Verbesserungen ein. Also wir glauben nicht, dass es, also träumen ist schön, aber konkrete Verbesserungen sind auch sehr, sehr wichtig. Noch dazu, unser
drittes und vor allem größtes Charakteristikum ist, dass Amnesty International die weltweit größte Menschenrechtsorganisation sind. Wir haben über 7 Millionen Mitglieder und Unterstützer auf der ganzen Welt. Man kann sich natürlich für Menschenrechte auch im Kleinen einsetzen. Auch hier in Heidelberg gibt es ja verschiedene Nichtregierungsorganisationen oder Unterstützungskreise. Amnesty ist in dieser Weise die größte, weil sie eben aus ehrenamtlichen sowie auch hauptamtlichen Mitgliedern besteht, die auf der ganzen Welt in gewisser Weise ja, vernetzt sind. Das macht auch den Unterschied aus zu beispielsweise anderen Organisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch. Human Rights Watch ist hauptsächlich Hauptamtliche, also hauptsächlich Leute, die dafür bezahlt werden, deren Job es ist, Menschenrechtsarbeit zu machen. Amnesty im Gegensatz dazu baut auf ehrenamtliche Tätigkeiten auf. Also die meisten, das ist auch Sinn des Ganzen, das etwas in der Allgemeinbevölkerung zu verankern und das von einem Expertenthema zu einem Thema für und mit den Menschen zu machen. Wer bin ich? Frau Herrmann war schon so nett, hat das gezeigt. Also wie gesagt, ich habe hier zwei Hüte auf. Zum einen sehr wissenschaftlich und ich bin Politikwissenschaftlerin, Völkerrechtlerin, Dozentin für Menschenrechte bei ganz verschiedenen politischen Bildungsträgern, aber auch an der Universität in Lille beispielsweise. Ich promoviere eben auch zum europäischen und amerikanischen Menschenrechtssystem. Bei Amnesty bin ich aber noch ganz lange, und das ist so die andere Seite dieses Bildes. Ich bin seit 2001 Mitglied, also mein Opa war sogar schon bei Amnesty. Es ist also eine Familiengeschichte hier in der Kuppel in Marktheidenfeld, das ist also im Spessart. Seit 2011 war ich in der Hochschulgruppe in Heidelberg, war dort auch lange Jahre Gruppensprecherin und bin seit 2017 Bezirkssprecherin für Rhein-Neckar. Das ist auch ganz ungewöhnlich, dass das jetzt ein junger Mensch ist. Ich bin, glaube ich, die einzigste unter 50 im ganzen Baden-Württemberg-Bayerischen Raum. Ich bin praktisch dafür zuständig, den Mittelpunkt zwischen unserem Vorstand in Berlin und den hauptamtlichen Mitarbeitern im Büro in Karlsruhe und den Gruppen hier in Heidelberg, Mannheim, Weinheim zu haben und hier so ein bisschen so eine Mittlerrolle, Managementposition in gewisser Weise einzuhalten und hier zu unterstützen. Ich bin eben auch Mitglied im Beirat des Regionalbüros Karlsruhe, wo wir zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen auch haben, und im völkerrechtlichen Beirat, wo ich beispielsweise Gutachten schreibe zu verschiedenen menschenrechtlichen Fragen, beispielsweise, wie sieht es aus zum Beispiel mit dem Recht auf Abtreibung? Sollte sich Amnesty dafür einsetzen? Da gibt es natürlich, die Antworten sind nicht sehr klar, aber hier müssen immer mal wieder so Gutachten geschrieben werden, wie das im Menschenrechtsschutz aussieht, und das mache ich dann beispielsweise. Die Geschichte der Menschenrechte, das ist so ein bisschen, wo fangen wir überhaupt an? Es kommt natürlich nicht von 1961, sondern das hat eigentlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Wir haben verschiedene Arten von Beginn der Menschenrechte, wo die Menschenrechte ihren Ursprung haben. Das ist zum einen, könnte man hier so eine eurozentristische Geschichte erzählen, dass das alles irgendwie aus England kommt, aus Frankreich kommt. So ganz stimmt das natürlich auch nicht, aber es ist natürlich ein großer Strang. Dann gibt es natürlich die Sache, okay, Menschenrechte kommen eigentlich aus dem globalen Süden. Es gibt zum Beispiel eine Charta von Kruger und Fugger, das ist auch ein ganz altes menschenrechtliches Dokument aus dem heutigen Mali. Das wissen nur viele Leute nicht. Dann auch andere Arten von wirtschaftlich, sozialen und kulturellen Rechten, die dann eben auch im Zuge der Dekolonisierung aus den Ländern des globalen Süden kommen. Lateinamerika ist da zum Beispiel auch was. Die haben also immer eine Vorreiterrolle in der Menschenrechtsbewegung. Und dann gibt es zum Beispiel eine dritte Geschichte, die nennt man so multikulturelle Romanze, wo Menschenrechte so ein bisschen als gemeinsames Erbe der Menschheit dargestellt werden. Also dass wir hier vor allem alle Stränge auch gerade im Grundrechtsschutz zusammenführen und Menschenrechte so als multikulturelle, als diverses Erbe der Menschheit verstehen. Und das ist eigentlich so die heutige Geschichte, die wir heute haben im modernen Menschenrechtssystem, die sich vor allem auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in weiteren UN-Konventionen niederschlägt, die ja international ausgerichtet sind im Vergleich zu den anderen früheren menschenrechtlichen Dokumenten, die eigentlich eher national ausgerichtet waren. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist, sagt man heutzutage, die Geburt des modernen Menschenrechtssystems. Wir sehen hier Eleanor Roosevelt, die natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle da gespielt hat, auch in dem politischen Lobbying für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das war natürlich so eine gewisse Zäsur, nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, sich zusammenzufinden,
es waren über 50 Staaten, und zu sagen, okay, wir machen ein gemeinsames Dokument, wo wir wirklich mal uns hinsetzen und aufschreiben, was wir so als fundamentale Menschenrechte verstehen, auch in unserer Diversität. Und das waren ganz verschiedene Staaten, die dabei waren, also lateinamerikanische Staaten, afrikanische Staaten, muslimische Staaten, europäische Staaten natürlich auch. Und das hat dann am Ende zu einer universellen Erklärung der Menschenrechte geführt mit 30 Artikeln, die sehen Sie auch hier auf der Folie. Also wirklich das erste Mal so eine internationalen Anspruch erhebende Erklärung, die auch interessanterweise zum einen politische Rechte hatte, zum Beispiel so, dass die Meinungsfreiheit, eine Pressefreiheit, zum anderen aber auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte beinhaltet, beispielsweise auch Recht auf Ehe, Recht auf Eigentum oder Recht auf Arbeit. Manche von diesen Rechten kennen Sie vielleicht aus dem Grundrechte-Diskurs. Andere Rechte, zum Beispiel das Recht auf Arbeit, haben wir zum Beispiel in Deutschland the right to labor nicht. Wir hatten das in der DDR-Verfassung, really part auch in der deutschen Grundgesetz nicht. Back then, that was not part of the German Constitution either. Es ist für mich auch nicht einfach. For me, of course, that's not really an easy issue to discuss. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. The Universal Declaration of Human Rights. Man kann es im Menschenrechtsschutz eigentlich nur mit der Bibel vergleichen. Was considered the Bible of Human Rights, so to speak. Aber ähnlich wie die Bibel ist es ein Dokument, was in gewisser Weise nicht bindet und nicht sanktioniert werden kann. Es ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Das heißt beispielsweise auch, dass man Staaten müssen das nicht unterschreiben, es gilt einfach so, aber wenn Staaten diese Rechte brechen, können sie auch nicht aufgrund der Erklärung verurteilt werden. Das war damals so eine Art Kompromiss, sonst hätten die Staaten sich nicht darauf geeinigt, das eben rechtlich nicht bindend zu machen, freiwillig zu machen. Das war aber ganz, ganz wichtig für die weitere Entwicklung der Menschenrechte. Da sieht man, hier ist zum Beispiel so dieses Modell der drei Ebenen. Ganz oben sehen Sie, wie gesagt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Nicht bindend, aber doch unglaublich wichtig für den politischen Diskurs und auch den moralischen Diskurs natürlich. Zum anderen haben wir aber seit 1948 eine ganze Reihe von internationalen Menschenrechtskonventionen. Das erste waren so die internationalen Konventionen für politische Rechte, bürgerliche Rechte, aber auch gleichzeitig für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Später kam zum Beispiel auch die Konvention gegen Folter, die Konvention für die Rechte der Frauen, die Rechte der Kinder, die Rechte der Wanderarbeiter, die Rechte von behinderten Menschen, also verschiedene Menschenrechtskonventionen, die dann auch rechtlich bindend waren. Also diese Konventionen unterschreiben Staaten und verpflichten sich damit auch rechtlich, sich daran zu halten. Hier gibt es dann auch Instrumente, wie man praktisch die Staaten bestrafen kann, wenn sie sich nicht daran halten. Das ist so das internationale Level. Das zweite Level ist das regionale Level. Hier haben wir drei wichtige Konventionen. Zum einen die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950, dann die amerikanische Menschenrechtskonvention von 1969 und die afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker von 1981. Sie kennen vielleicht die Europäische Menschenrechtskonvention aus den Nachrichten. Hier gibt es ja auch einen Gerichtshof in Straßburg. Und das dritte Level ist das Level der Grundrechte. Auch Grundrechte sind Menschenrechte in dem Sinne, dass sie halt für den nationalen Raum bindende Wirkungen für staatliche Autoritäten haben. Wie passt jetzt Amnesty da rein? Amnesty zum einen guckt sich natürlich so diese Instrumente an. Wir haben verschiedene Instrumente. Nicht alle Staaten haben alle Verträge unterschrieben. Man muss immer schauen, welche Verträge hat dieser Staat unterschrieben, welche Staaten sind das bindende Verträge, sind das nicht bindende Verträge. Zum Zweiten haben wir verschiedene Akteure, Staaten, internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, die UN, aber auch NGOs wie Amnesty International. Und zum Dritten gibt es verschiedene Verfahren, wie Menschenrechte durchgesetzt werden können. Erstens gerichtliche Verfahren, also man kann klagen, beispielsweise vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
Man kann sich politisch dafür einsetzen, wo wie Amnesty eben sehr tätig wird. Und auch man kann öffentlichen Druck in der Bevölkerung erreichen, beispielsweise durch Medienansprache. In all diesen Verfahren ist Amnesty in gewisser Weise aktiv. Wir machen eher weniger gerichtliche Verfahren, also das ist was, was wir meist unterstützen. Also wir bezahlen zum Beispiel Anwälte und so, aber Amnesty selber klagt nicht, eher unterstützen das Klagen praktisch dann die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Aber natürlich machen wir Lobbyarbeit, also der politische Einsatz, ob jetzt hier vor Ort unsere Bundestagsabgeordneten und Kandidaten, genauso wie in Berlin oder auch in New York. Zum anderen machen wir diesen öffentlichen Druck, indem wir praktisch an die allgemeine Bevölkerung appellieren. So, das jetzt erstmal so zum Menschenrechtssystem. Jetzt kommen wir praktisch zu Amnesty und warum erzähle ich das alles? Ich glaube einfach nur, um zu zeigen, dass 1961 eigentlich ganz früh war für die menschenrechtliche Geschichte. Das war also praktisch noch vor den meisten anderen Konventionen. Das war praktisch eigentlich nur so 13 Jahre nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, noch vor vielen bindenden Konventionen. Und damals gibt es so eine Gründungsgeschichte. Hier unser Gründer Peter Benenson, damals ein junger Anwalt in London, der eine Zeitschrift aufgeschlagen hat, wo praktisch berichtet wurde, einen kurzen Bericht, es hätten sich Studenten in Portugal, was damals eine Militärdiktatur war, getroffen und hätten einen Toast auf die Freiheit gegeben und wurden deswegen eingesperrt. Und das hat ihn so wütend gemacht, dass er gesagt hat, okay, man muss sich irgendwie dafür einsetzen, auch über Grenzen hinweg. Eben nicht nur Grundrecht, sondern wirklich so eine gewisse internationale Solidarität zu haben. Sein Zitat, was wir immer wieder benutzen, ist eben, schlagen Sie Ihre Zeitung auf an irgendeinem beliebigen Tag und Sie werden eine Meldung aus irgendeinem Teil der Welt lesen. Ein Mensch ist eingekerkert, gefoltert, hingerichtet worden, weil seine Ansichten oder religiösen Überzeugungen nicht mit denen der Regierung übereinstimmen. Also das ist, glaube ich, leider auch noch heute der Fall. Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, werden Sie bestimmt einen Fall finden, wo Leute auf der Welt ganz schrecklich behandelt wurden. Das sind berühmte Fälle, wie beispielsweise Alexander Nawalny, aber auch natürlich, auch wenn darüber nicht berichtet wird, passiert das natürlich auf vielen Orten dieser Welt. Peter Benenson hat diesen Zeitungsbericht sehr wütend gemacht und er hat dann einen Artikel geschrieben im Observer am 28. Mai 1961, also fast genau vor 60 Jahren und einem Monat, den er an Appeal for Amnesty genannt hat, wo er gesagt hat, man muss sich, gerade wenn man irgendwie in England lebt, in einem Land, wo die Rechte eigentlich geschützt werden, für Gefangene auf der ganzen Welt einsetzen, vor allem für die sogenannten Forgotten Prisoners, also für Leute, über die nicht berichtet wird in den Medien, die einfach in einem Kerker irgendwo auf der Welt vor sich hinschmoren und furchtbaren Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Folter oder auch Hinrichtungen ausgesetzt werden. Dieser Zeitungsartikel hat große Wellen geschlagen und hat dann auch viele Leute irgendwie darauf aufmerksam gemacht, auf dieses Problem, sodass sich praktisch relativ bald auch Amnesty gegründet hat und auch so die grundlegende Idee von Amnesty geweckt hat. Die war nämlich, die Kraft der Öffentlichkeit zu nutzen. Auch hier wieder ein Zitat von Peter Benenson, welches sagt, dass die Erfahrung lehrt, dass Regierungen nur dann bereit sind mitzumachen, wenn sich die öffentliche Meinung dafür stark engagiert. Der Druck der öffentlichen Meinung führte vor 100 Jahren zur Befreiung der Sklaven. Jetzt ist für die Menschen der Zeitpunkt gekommen, darauf zu bestehen, dass die Freiheit des Geistes, der Meinung und der Rede durchgesetzt werden, so wie einst die Fesseln von den Körpern abgestreift wurden. Also sein Vorbild war die Sklavenbefreiungs-, die Abolitionsbewegung. Und er hat gemeint, wir könnten eben genau diese öffentliche Meinung dazu nutzen, um Leuten praktisch die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit, die Freiheit des Geistes wiederzugeben und hier zu lobbyen und auf diese Leute aufmerksam zu machen, die auf der ganzen Welt in gewisser Weise diesen schlimmen Menschenrechtsverletzungen unterliegen leider.
Das ist auch noch bis heute eigentlich unser Motto. Deswegen machen wir zum Beispiel Schulbesuche, aber auch ganz oft Pressefragen. Wenn Sie heute am Hauptbahnhof beispielsweise waren, seit am Wochenende steht da auch so eine kleine Ausstellung von Amnesty vor dem Hauptbahnhof, wo wir auf verschiedene Einzelfälle aufmerksam machen. Amnesty hat ein duales Leitmotiv, zum einen das sogenannte Fact, zum anderen das Act. Fact heißt aufdecken, informieren, dokumentieren. Wir sind eben unabhängig und unsere Aufgabe sehen wir, Aufmerksamkeit für Menschenrechtsverletzungen zu generieren. Für diese Aufmerksamkeit brauchen wir aber zuverlässig recherchierte, belastbare und politisch neutrale Daten und Fakten zu Menschenrechtsverletzungen. Das ist also eine ganz wichtige Aufgabe, ist diese Recherchetätigkeit einfach. Das machen wir, indem wir praktisch hauptamtliche Mitarbeiter haben in London, das ist unser internationales Sekretariat, aber auch in Regionalbüros auf der ganzen Welt, die eben verschiedene Einzelfälle recherchieren, hier alles doppelt und dreifach checken, ob das alles so korrekt ist, ob der Mensch wirklich existiert, was ihm passiert ist und wie die Faktenlage sich einfach darstellt. Genauso versuchen wir eben diese faktenorientierte Menschenrechtsperspektive in Kampagnen und Aktionsschwerpunkten einzufügen, also das fürs Lobbying zu benutzen, aber auch zu aktuellen Geschehnissen wie zum Beispiel Fußball-WM oder Olympiade darauf aufmerksam zu machen, was in diesen Ländern passiert, aber auch natürlich für im Rahmen von Aufklärung und Menschenrechtsbildung mit diesen Fakten, die wir recherchiert haben, in die Bevölkerung zu tragen. Das ist so das eine Leitmotiv. Das andere Leitmotiv ist das sogenannte Act, das heißt mobilisieren, lobbyieren und intervenieren. Mobilisierung heißt schneller, aktiver Einsatz für den Einzelnen. Das ist also die grundlegende Amnesty-Arbeit, war ganz, ganz oft, sich für eine Person sehr, sehr schnell einzusetzen. Beispielsweise jemand, dem die Todesstrafe droht oder der im Gefängnis sitzt und keinen Anwalt hat und keinen medizinischen Zugang hat. Wie funktioniert das? Wir haben ein sogenanntes Urgent Action Team, im hauptamtlich eben, die diese Fälle aufbereiten und dann an Mitglieder schicken auf der ganzen Welt, die dann Briefe schreiben. Die dann Briefe schreiben, zum Beispiel an den jeweiligen Präsidenten dieses Landes, an den Justizminister, an den Chef des Gefängnisses oder eben auch an die Person selbst und da höflich, aber bestimmt darauf aufmerksam machen, dass dieses Land beispielsweise verschiedene Menschenrechtskonventionen unterschrieben hat und sich deswegen auch an diese halten sollte. Man denkt jetzt natürlich, wen jucken diese Briefe, ne? Wenn ich jetzt irgendwie Saudi-Arabien bin, was bringt das überhaupt? Aber wenn natürlich diese Briefe in einer riesigen Masse ankommen, wenn das Tausende, Hunderttausende Briefe sind aus der ganzen Welt, dann wird dadurch Aufmerksamkeit generiert. Und das hilft meistens, also hat einen großen Vorteil. Wir haben da also Untersuchungen, gab es da schon, dass ungefähr in einem Drittel aller Fälle dadurch Verbesserungen durchgeführt werden. Das heißt nicht, dass die Leute immer freikommen oder dass die Leute dann die Todesstrafe aufgehoben werden, aber sie kriegen vielleicht Besuch von ihren Familien, Besuch von ihrem Anwalt, medizinische Versorgung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man diese Leute, die dann also wirklich unschuldig im Gefängnis sitzen beispielsweise, unterstützt. Ganz oft, wenn Leute dann auch irgendwann freikommen, sagen sie dann uns zum Beispiel auch, es hat uns unglaublich Hoffnung gegeben, dass wir nicht vergessen wurden von der Welt. Weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Gefangenen passieren kann, dass er vergessen von der Welt in irgendeinem Kerker, einem schwarzen Kerker vor sich hin verrottet. Und das ist natürlich gibt natürlich sehr viel Mut, wenn man sieht, aus der ganzen Welt kommen Briefe an und man wird nicht vergessen. Das ist also wirklich grundlegende Amnesty-Arbeit. Manchmal muss es auch sehr schnell gehen, wie gesagt, besonders wenn es eben medizinische Notfälle geht, genauso wie um die Todesstrafe, dann muss es meistens wirklich also von einem Tag auf den nächsten, dass wir diese E-Mails bekommen. Man kann aber auch als Nicht-Amnesty-Mitglied gerne teilnehmen. Wir machen auch ganz viele Social-Media-Aktionen und so weiter. Der zweite Punkt unter Act ist Intervention. Wir adressieren Politik und internationale Akteure darauf, beispielsweise zu lobbyieren, Leute freizulassen, sich dafür einzusetzen, dass die Menschenrechte in bestimmten Ländern eingehalten werden und versuchen eben auch die Betroffenen, wie gesagt, vor Ort zu unterstützen mit rechtlichem Beistand, logistischem Beistand, humanitärem oder finanziellem Beistand, beispielsweise wenn ein Vater irgendwie ins Gefängnis geworfen wurde, die Familie dann irgendwie durchzubringen. Der dritte Punkt, den wir haben, ist natürlich Vernetzung.
Amnesty-Arbeit funktioniert auch nur deshalb so, weil wir eine unglaubliche Masse an Menschen sind, die auf der ganzen Welt über sehr vernetzt sind. Das heißt, wir sind hier national vernetzt, wir sind natürlich international vernetzt und transnational. Amnesty macht ein sogenanntes Twinning-Projekt, das heißt, jede Sektion, also jede nationale Sektion hat einen Zwilling. Der Zwilling von Deutschland ist zum Beispiel Ghana. Also Amnesty Deutschland und Amnesty Ghana in gewisser Weise unterstützen sich hier gegenseitig in ihrer Menschenrechtsarbeit und haben dann auch so ja, gewissen Austausch zwischen den Ländern, wie man Menschenrechtsarbeit gestalten kann. Geschichtlich kann man natürlich in 60 Jahren sehr, sehr viel sagen. Hier ist nur so ein kurzer Überblick. Ja, mit den Highlights, wenn man so möchte. Wie gesagt, im Mai 1961 war dieser Zeitungsartikel. Im Juli hat sich dann schon zum Beispiel hier in Deutschland die erste nationale permanente Sektion gegründet. Also Deutschland war ein Vorreiter für Amnesty. Deutschland ist auch bis heute die größte Sektion. Das waren zwei Journalisten aus Köln, die davon gehört hatten, auch sehr gut Englisch sprachen. Und dann hier in Deutschland die ersten Amnesty-Gruppen gegründet haben. Auch die Gruppe in Mannheim gibt es seit 52 Jahren, also auch relativ lange hier in der Region. Seit 1962 heißen wir eben auch Amnesty International. Die ersten Kampagnen gab es 1972-1973. Hier wurden die Kampagne gegen Folter und die Abschaffung der Todesstrafe als erste wirklich fundamentale Schwerpunkte gesehen. Und dafür gab es 1977 auch den Friedensnobelpreis für Amnesty International. In den 80er Jahren hat sich das natürlich schon sehr stark professionalisiert. Wir hatten als neuen Einsatz auch Flüchtlinge als Schwerpunktthema, geflüchtete Personen, sagt man heutzutage. Das ist bis heute auch natürlich ein enormer Schwerpunkt. Seit 88 machen wir auch große so Live-Aid, Musikevents und Konzerte und geschützt von Künstlern. Und so hat sich so ein bisschen das Kampagnenspektrum immer erweitert. 89 bis 2000 kam natürlich die Bekämpfung der Straflosigkeit als Schwerpunkt hinzu, also so the fight against impunity, vor allem nach den großen Militärdiktaturen in Lateinamerika, Afrika oder eben auch in Osteuropa, sich hier für eine gerechte Bestrafung einsetzen. Und seit 98 verleihen wir auch einen deutschen Menschenrechtspreis von Amnesty International. Amnesty im 21. Jahrhundert, also wo die meisten von uns wahrscheinlich davon mitbekommen haben, ist natürlich steht vor vielen Herausforderungen. Ganz zuvorderst natürlich in gewisser Weise, dass viele Staaten, die sich gerne auf ihre Menschenrechte rühmen, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, natürlich unglaublich massive Menschenrechtsverletzungen unternommen haben, beispielsweise im sogenannten War Against Terror oder wie hier in der Folie Guantanamo. Also Guantanamo war mein allererster Brief, noch so auf Englisch, please set free, prisoner number, und so, dass es war so meine Politisierung war, irgendwie diese Guantanamo-Gefängnisse, die bis heute ja noch leider existieren, trotz Politikwechsel. Welche Menschenrechte haben wir hier überhaupt? Also Amnesty setzt sich natürlich für alle Menschenrechte ein, aber es sind natürlich sehr, sehr viele. Also wenn man jetzt alle zählen würde, würde man wahrscheinlich bei 50, 60, 70 Menschenrechten rauskommen. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Anzahl. Wenn man es ganz knapp macht, macht man praktisch so drei Expansionen. Wir haben angefangen mit Todesstrafe und Folter, dann kamen Flüchtlinge und Straflosigkeit dazu und heute haben wir sehr, sehr viele Debatten, zum Beispiel zum Thema wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Sollen wir zum Beispiel für ein Recht auf Arbeit, für Sexarbeiterinnen einsetzen? Das ist eine Debatte, die wir aktuell führen. Genauso wie zum Beispiel die Rechte von Gruppen, die Rechte von Minderheiten oder Indigenen. Wie können wir zum Beispiel die Rechte von LGBT-Gruppen stärken? Oder auch das sogenannte Right to Health, also das Recht auf Gesundheit. Da gibt es zum Beispiel zwei Debatten aktuell. Sollen wir uns für ein Recht auf Abtreibung einsetzen, auch hier in Deutschland, auf der ganzen Welt? Oder zum Beispiel ein Recht auf Drogen, weil natürlich der Kampf gegen Drogen auch mit sehr massiven Menschenrechtsverletzungen, waren dabei teil. Das sind Debatten, die wir führen, die sind auch nicht abgeschlossen, da gibt es auch innerhalb von Amnesty unglaublich viel Spannungen und Konflikt. Amnesty heute ist aktiv in 150 Ländern und hat lokale Strukturen in 90 Ländern, also wo es wirklich ehrenamtliche Strukturen gibt. Wir haben also über 7 Millionen Mitglieder und Unterstützerinnen weltweit, sind dadurch also wirklich die größte Menschenrechtsorganisation und auch Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. In Deutschland haben wir also eine ganz, ganz breite Basis. Wir haben also 450 lokale Gruppen und 40 Bezirke, die alle einen Bezirkssprecher haben. Der bin jetzt ich beispielsweise von dem Bezirk Rhein-Neckar.
Wir haben 75 thematische Co-Gruppen, die zu bestimmten beispielsweise Ländern arbeiten oder bestimmten Themen. Und wir haben 90 Jugend- und Hochschulgruppen, wie hier in Heidelberg beispielsweise die Hochschulgruppe in der Uni oder an der Pädagogischen Hochschule. Wir haben 155.000 Mitglieder und Spender. Das ist also auch eine ganz, ganz große Zahl. Auch hier in Heidelberg sehr, sehr viele. Amnesty-Aktionen sehen vielfältig aus. Zum einen sehen Sie hier so ganz normale Stände aus dem Heidelberger Herbst, in der Fußgängerzone, mit durchgenannten Petitionen, mit diesen Einzelfällen, wo wir halt versuchen, dass Leute das unterschreiben oder wir zum Beispiel Briefkarten wegschicken. Genauso machen wir natürlich ganz oft auch so Großorganisationen wie zum Beispiel Flashmobs oder Demonstrationen, aber auch ganz viele politisch-kulturelle Events wie zum Beispiel Filmabende, Musikabende, die wir da praktisch dazu benutzen, Leute in die Menschenrechtsarbeit, die Menschenrechtsarbeit ihnen irgendwie nahe zu kommen, durch beispielsweise Musik, durch einen Film. Das hilft meistens den Leuten so in gewisser Weise nicht immer mit den schlimmen Themen zu kommen, sondern mit einem eher positiven, mit einem positiven Gedanken daraus. Weil niemand sich gerne freiwillig zur Todesstrafe weiterbilden möchte an seinem Freitagabend. Mit einem Film geht es dann doch manchmal etwas besser. Bis heute ist aber unser Thema doch klassische Einzelfallarbeit. Wir haben zwar öfters auch Aktionen, die sich mit systematischeren Menschenrechtsverletzungen aussetzen. Zum Beispiel hier in Deutschland waren große Themen in den letzten Jahren Alltagsrassismus oder auch Rassismus in Polizei- und Sicherheitsbehörden, wo wir natürlich systematischere Menschenrechtsverletzungen angezeigt haben oder auch wirklich in Fact und Act gemacht haben. Aber grundsätzlich, also ich würde sagen 80-90% der Amnesty-Arbeit ist klassische Einzelfallarbeit. Hier sehen Sie beispielsweise die Briefe, die Nasrin Sotoudeh, eine iranische Menschenrechtsanwältin, während ihrer Haftzeit bekommen haben. Also sie wurde ins Gefängnis geworfen wegen ihrer Menschenrechtsarbeit. Hier November 2010 eine kleine Anzahl an Briefen kam an aus der ganzen Welt und sie durfte ihre Familie sehen. Dezember 2012, die Repressalien für ihre Familie wurden eingestellt, also die Familie wurde dann nicht mehr beobachtet. 2013, es kamen also immer mehr Briefe, wir haben also wirklich durchgehend für Jahre praktisch an ihrem Fall gearbeitet. Sie durfte zum ersten Mal 5 Tage das Gefängnis verlassen und 2013 wurde sie vorzeitig aus der Haft entlassen. Sie ist also heute frei, aber immer noch unter Hausarrest und immer noch unter massiven Einschüchterungen muss sie leiden. Es ist also bis heute ein Fall, es sind also jetzt über 10 Jahre, die wir uns für Frau Sotoudeh einsetzen. Das ist also, man muss da auch manchmal einen ganz schön langen Atem haben, aber wie gesagt, wenn man hört, wie sie redet und wie viel ihr das auch Kraft gegeben hat, dass sich Leute für sie eingesetzt haben, ist das ein bisschen der Lohn des Ganzen. Das Motto ist hier, dein Brief kann Leben retten. Früher waren das also wirklich handgeschriebene Briefe. Heutzutage sind das ganz oft einfach E-Mails. Und das kann wirklich jeder machen. Das ist also wirklich 5 Sekunden und 2 Klicks. Und dann kann man diese E-Mail einsetzen, eben dein Brief kann Leben retten. Eine ganz große Aktion ist der sogenannte Briefmarathon. Das ist praktisch am Tag der Menschenrechte, 1. Dezember bis so kurz vor Weihnachten, wo ganz Amnesty, alle Leute, alle Amnesty-Mitglieder und Unterstützer weltweit für 10 ausgewählte Menschen Briefe, E-Mails und Online-Aktionen machen. 2019 kamen 6,6 Millionen Briefe an der Anzahl in diesem Zeitraum von 10, 15 Tagen zusammen. Und normalerweise haben wir von diesen 10 Fällen mindestens 1, 2, 3, wo es wirklich zu massiven Verbesserungen kam, weil eben 6,6 Millionen Briefe auf der ganzen Welt geschrieben werden. Das ist also so ein bisschen so eine der größten Aktionen. In Heidelberg machen wir das zum Beispiel in der Mensa, aber wir gehen zum Beispiel auch in die Kirchengemeinden, wir gehen in Schulen, versuchen so ein bisschen die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. Es gibt natürlich auch aktuelle Debatten. Amnesty-Arbeit ist immer in gewisser Weise dynamisch. Aktuelle Debatten, die wir haben, ist Frage nach dem Fokus. Sollen wir uns weiterhin nur für Einzelfälle einsetzen oder sollen wir mehr systematischere Menschenrechtsverletzungen praktisch machen? Das ist wirklich auch eine Debatte, die wir führen. Amnesty ist so die Einzige, die sich so für die Einzelfälle einsetzt. Andere Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch machen eher systematischere Menschenrechtsverletzungen. Die zweite Debatte sind die Themen. Sollen wir weiter bei einem relativ engen Menschenrechtsthemenspektrum bleiben, beispielsweise Todesstrafe, Folter, Geflüchtete, oder sollen wir weit gehen? Sollen wir jetzt auch Rechte von LGBT nehmen? Sollen wir Rechte von Indigenen nehmen? Sollen wir Recht auf Abtreibung nehmen? Und so weiter. Genauso wie die Frage nach Ursachen versus Outcomes. Also sollen wir
beispielsweise uns auch die Frage nach Klimaschutz anschauen, weil natürlich ganz oft Geflüchtete, also Klimaflüchtlinge wird es ja geben oder ganz viele Menschenrechtsverletzungen sind natürlich mit Klima verbunden. Heißt es aber, dass wir uns praktisch jetzt auch praktisch für die für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzen sollen, weil das war natürlich eine Ursache. Das Outcome machen wir ja schon, aber sollten wir praktisch auch ursächlich arbeiten. Das ist auch noch nicht so ganz klar. Der dritte Akt der Debatte ist eigentlich schon gegessen, aber immer noch doch noch konfliktiv oft. Das ist nämlich die Frage der Dezentralisierung. Amnesty war für ganz lange Zeit immer so mit London verknüpft. Das war immer eine sehr europäische, deutsche Organisation, weil eben auch diese Interessen und Mitglieder sehr dominant waren. Wir haben dann Anfang der 2000er uns dazu entschlossen, das zu dezentralisieren und das Büro in London eigentlich relativ abgebaut und dafür auf allen Kontinenten regionale Büros eingeführt. Das hat natürlich sehr große Vorteile, man ist einfach näher dran und man hat natürlich auch nicht so eine ganze weiße europäische Perspektive auf viele Probleme. Aber war natürlich auch mit auch vielen Spannungen natürlich verbunden. Ne? Mussten ja Jobs abgebaut werden in London und nach Nairobi gehen, also das ist natürlich alles auch sehr spannungsgeladen. Unsere vierte Debatte, und das ist wirklich das geht wirklich to the core, und das ist praktisch so die Angriffe auf Zivilgesellschaft selber. Zum allerersten Mal nach jetzt fast 60 Jahren ist Amnesty selber Opfer von rechtlichen Verbrechen. Wir haben ganz oft jetzt verschiedene Kampagnen geführt zum Thema Mut braucht Schutz, wo wir uns eben für Menschenrechtsverteidigerinnen eingesetzt haben auf der ganzen Welt, aber auch wir selber, wie zum Beispiel hier Tana Kilic, das war der Geschäftsführer von Amnesty International in der Türkei, der einfach ins Gefängnis geworfen wurde und auch bis heute in gewisser Weise da unter Bedrohung steht. Auch eine Amnesty-Veranstaltung, also ein Workshop zu sozialen Medien in Istanbul, da waren auch Deutsche dabei, die sogenannten Istanbul 10, wurden aufgrund ihrer Amnesty-Arbeit, aufgrund dieses Workshops dann über ein Jahr ins Gefängnis geworfen. Das ist also in der Türkei so, aber zum Beispiel auch Amnesty Russland hat große Probleme. Hier wurden beispielsweise auch die Amnesty-Büros durchsucht. Amnesty Ungarn hat auch Probleme diesbezüglich, weil natürlich hier dieses sogenannte Foreign Agents Gesetz greift, wo eben internationales Geld oder internationale Spenden als problematisch angesehen werden, aber auch Amnesty Indien, da wurden beispielsweise unsere Konten gefroren von der Regierung. Also wir sehen zunehmend, wie wir selber auch unter Druck geraten, dass an sich die Angriffe auf Menschenrechtsverteidigerinnen von Jahr zu Jahr zunehmen und selbst wir, die wir weltweit bekannt sind, einen Friedensnobelpreis haben, wirklich viel Privilegien auch haben, hier Opfer oft werden, was natürlich sehr problematisch ist. Ich bin jetzt am Ende, ist wahrscheinlich viel zu lange, weil ich sehr langsam geredet habe. Oh nein, perfekt, sehr schön. Zum allerersten Mal. Wenn das mein Chef wüsste, dass ich so langsam reden kann, dann würde sich so freuen. Okay. Was ist natürlich in Zeiten von Corona? Bitte weiter einsetzen für Menschenrechte. Das ist so ein bisschen die Debatte, die wir auch heute haben. Wir hatten natürlich während der Corona-Pandemie ganz viele Debatten auch zum Thema, was heißt das für Rechte hier in Deutschland, ne? Was heißt das zum Beispiel mit dem Recht auf Demonstration, aber auch verschiedene andere Rechte, die natürlich eingeschränkt waren. Aber das ist eigentlich nur der Anfang. Also wir von Amnesty haben die Befürchtung, dass es in den nächsten 10 Jahren eigentlich nur schwieriger wird für die Lage der Menschenrechte auf der ganzen Welt, auch hier in Deutschland. Das liegt an verschiedenen Gründen. Zum anderen eben auch das, was jetzt kommen wird, Austeritätsreformen, also wirtschaftliche Sparmaßnahmen, soziale Sparmaßnahmen, um praktisch Geld einzusparen. Natürlich vor allem nicht privilegierte Menschen betroffen wird, Leute in Armut leben betroffen wird, Leute, die Geflüchtete natürlich betreffen wird. Also in Zeiten, wo es Austerität gibt, und das wird es geben, sind die Menschenrechte unter besonders hohem Druck. Und das heißt für uns jetzt, dass wir uns eigentlich umso mehr auch für diese menschenrechtlichen Themen, die kommen werden, sensibilisieren müssen und uns weiter eben genau dafür einsetzen sollten. Jetzt ist natürlich die Frage, was können Sie tun neben dieser Übersetzung hier? Zum einen kann man natürlich bei Amnesty auch ganz oft mitmachen. Also wir haben hier in Heidelberg verschiedene Gruppen an den Universitäten, genauso wie in der Allgemeinbevölkerung in der Stadt. Die treffen sich einmal im Monat und beraten verschiedene Aktionen, kleine Kampagnen, Konzerte,
Ausstellungen und so weiter oder schreiben einfach nur Briefe als, oder bilden sich weiter in menschenrechtlichen Fragen. Zum anderen kann man natürlich auch einfach ganz spontan sich für Menschenrechte einsetzen, indem man praktisch auf Amnesty.de geht oder auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen und hier beispielsweise sich für diese Einzelfälle einsetzt. Also mit einfach einer E-Mail, mit einem Klick, 5 Klicks und sonst ist man ein Menschenrechtsverteidiger. Man kann also ganz schnell etwas Gutes tun, um diesem Amnesty-Logo, das ist unser Motto, so ein bisschen, Peter Benenson hat das auch so, ich glaube, Konfuzius hat das mal gesagt, das ist so ein bisschen die Amnesty-Motivation, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als Dunkelheit zu verfluchen. Also wenn wir über Menschenrechte reden, reden wir ganz oft darum, oh Gott, wie schrecklich und wie schlimm und die werden also überall verletzt und man kann doch gar nichts tun, die ganzen Regierungen, ja, was können wir schon gegen tun, gegen einen Putin oder einen gegen Trump? Amnesty sagt, ja, du kannst dich jetzt hier und sofort für diesen einen Menschen einsetzen. Du kannst praktisch aus deiner eigenen Unmündigkeit, aus deiner eigenen Passivität gewisserweise entkommen und dich hier aktiv und schnell für diese eine Person einsetzen. Und dieser eine, praktisch dieser persönliche Kontakt zwischen dir als Mensch in Deutschland, der sehr privilegiert in einem Land lebt, wo Menschenrechte eigentlich geachtet wird, und einem Menschen, beispielsweise in Myanmar, der im Gefängnis wird, oder in Russland, oder wir haben natürlich auch Fälle, beispielsweise in England, England oder in anderen, also Ungarn, Malta hatten wir jetzt auch neulich Fälle, auch für diese Leute dich einsetzen und dadurch diesen persönlichen Kontakt herstellen. Und da kann man wirklich was bewegen, obwohl es nur ein Mensch ist, für diesen Menschen bedeutet das halt sein Leben oder seine Familie zu sehen oder irgendwie medizinische Versorgung zu bekommen. Und das ist natürlich so ein bisschen das, was uns irgendwie motiviert und am Laufen hält, weil man sich eben für den Einzelnen einsetzen kann und dadurch so ein bisschen einen positiven Spin oder irgendwie eine aktivere Haltung dafür einnehmen kann. Also das würde ich auch gerne jedem hier so mit auf den Weg geben, falls ihr mal Lust habt oder prokrastiniert oder auf Instagram scrollt, einfach mal so ein bisschen mal so liken und dann so eine E-Mail schicken, das ist dann wirklich also 5 Sekunden. Manchmal haben Leute Angst, die denken dann so, oh Gott, was passiert denn, wenn ich diese E-Mail schicke, beispielsweise nach Russland, kann ich dann nicht mehr einreisen. Ich bin auch ganz viel gereist, eigentlich haben wir das, dadurch, dass das irgendwie eine Masse an Briefen ankommt und eine Masse an E-Mails, hat meistens die Staaten gar nicht so die Kapazitäten, da dann auf so eine Einreiseliste zu haben. Also eigentlich, man sagt, man muss sich natürlich nicht für jeden Fall einsetzen, wenn man sagt, okay, ich bin selber irgendwie aus der Türkei oder ich möchte jetzt nach China reisen, dann vielleicht nicht diesen Fall machen, aber leider gibt es natürlich sehr viele Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt und man findet da schon, glaube ich, so einen Fall, der einen interessiert, wo man sich dann einsetzen kann. Normalerweise ich persönlich habe, selbst obwohl ich das schon sehr lange mache und auch in verschiedenen offiziellen Positionen beim Reisen eigentlich noch nie problematische Schwierigkeiten gehabt.